dann würde ich sagen, ich melde mich zurück. Wir hatten ein kurzfristiges Internetproblem, hoffe ich. Also ich hoffe, dass es nur kurzfristig war. Wir hatten also Luck Up und Luck Down. Fantastisch. Fantastisch. Wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht kurzfristig war. Hi, Pinker Widow. Pinker Widow. Also. Also. Damage. Yo, defekt. Packed. Packed ist mitgenommen. Und wir sind weg. Und wir sind weg. Okay, dann wir werden uns hier den Super Meat Boy basteln können. Weil dadurch, dass wir das ja das Item ja immer wieder einsetzen, weil es uns einfach so etwas gibt, triggern wir etwas, was man im Normalfall eher weniger tut. Denn dadurch werden wir in der Lage sein, viel, viel mehr der Reiter zu sehen. Denn jedes Mal, wenn wir es einsetzen, haben wir eine erhöhte Chance darauf, einen der Reiter tatsächlich als Boss zu bekommen. Und da 90% der Reiter nun mal einfach nur den Orbital-Kram droppen, kann man in 90% der Fälle davon ausgehen, dass man ein weiteres Stück seines bereits vorhandenen Orbitals hat. Was in unserem Fall heißt, dass wir zu 90% ein weiteres Stück von unserem Cube kriegen, der dann zum Meat Boy Kopf wird und dann später zum Super Meat Boy. Wo ich nichts gegen habe, wirklich nicht. Aber das ist es, was passieren wird. Das ist, was passieren wird. Retro. Und die gute alte Retro. Wir haben Balls of Steel Pillen. Der Tag ist gerettet. Wir haben Balls of Steel Pillen. Keine Sorge, Jungs. Balls of Steel Pillen. Au. Magic Mush. Full Health. Zweimal Full Health. Full Health. Full Health hoch 2. Bringt mir das irgendwas? Lol. Wir sind die beidseitige Gefahr, Jungs und Mädels. Beidseitige Gefahr. Ach, rote Herz. Pestilenz! Okay, aber wir haben halt nur eine bestimmte Chance, das zu droppen. Feuern, was auch immer. Got it. Vollkommen legitim. Oh nein. Oh nein. Nein. Eine Limonenparty und wir sind klein. Fantastisch. Wirklich fantastisch. So. Yo. Bye. Oh, endliche Schlüssel. Endliche Schlüssel. Hätte ich gerne noch endliche goldene Kisten auf dieser Ebene. Unendliche goldene Kisten. Fängt gut an. Gabbys Kopf. Yo, wir haben ein Gabby-Item. Könnten es mitnehmen, aber die Erfahrung hat mich heute eingeführt. Wir spielen auch nochmal sicher. Wir spielen das sicher runter. Und die sichere Methode ist mal einfach. Wir nehmen das lebensgebende mit. Riskieren ziemlich viele Reiter.
aber haben eine erhöhte Chance auf Heals, die dadurch bestärkt wird, dass wir ein Guppy-Item schon gefunden haben. Eine erhöhte Chance auf Deals. Alle 6 Räume in Solar. Und. Ja, das war's eigentlich. Aber reicht das nicht? Ey, ich bin der Meinung, das reicht. Spades. Ja, gut. Ist sicher irgendwann mal hilfreich. Momentan möchte ich es halt nicht mitnehmen. Wenn ich verstehe. Momentan möchte ich es nicht mitnehmen. Aber ich halte es im Auge. Der Wishbone. Der Wishbone. Make a wish. Yo, die Little Chest. Die kann uns alles droppen. Andere wären halt Kreisbomben gewesen. Ja, hätten 5 Bomben gekriegt und in Bomben ist was drin. Und in Bomben ist was drin. Ist nicht schlecht, aber ja. Aber ja. Ich entscheide mich halt meistens lieber für etwas, was man sich auch nicht braucht. Hier ist jetzt in dem Falle der Little Chest der Fall. Ziemlich auf die Falle gefallen. Da wird ein Schild gelegt. Something cute. Wer hat einen Chat noch nicht? Yo, hier ist mitgenommen. Yo. Wir hatten Chat noch nicht. Das erklärt so einiges. Denkt Depps. Nice. Wir haben das. Wir haben Boards of Steel. Let's go. Warum haben wir Boards of Steel? Wann habe ich die jetzt bitte bekommen? Two of Spades, klar, mein Alter. Her damit. Her damit. Bagas. Bagas. Gute alte Bagas. Hat mir hier irgendein Ding. Nö. Gott. Bin noch am Überlegen. Bin noch am Überlegen, was wir mitnehmen. Deshalb verurteilt mich nicht, dass ich den Daggers da einfach liegen lasse. Ich wollte ihn nur noch nicht einsetzen. Das müsst ihr verstehen. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir beide mitnehmen können. Aber noch die Hoffnung, dass wir beide irgendwie mitnehmen können. Beide. Sprich, Daggers und unsere Fußwaffe. Oder dass ich irgendwas finde, wo ich mich rausholen möchte. Was in meinem Fall ja immer noch Boss Rush ist. Weil ich den nur bedingt machen möchte, okay? Möchte ihn nur bedingt machen. Jo. Behalte deine Patscherchen bei dir, Mama. Halt deine Patscherchen bei dir. Hi, Guido. Steam Sale. Er ist der Steam Sale Man. Der Steam Sale Man. Equality. Equality. Warum sprenge ich ihn? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass ich den jetzt gesprengt habe. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Okay, wir brauchen Guppy-Items. Wir brauchen ganz viele Guppy-Items. Und die am besten gestern. Und da ist der Super Secret. Sagte, da ist der Super Secret Geheimraum.
da ist Krieg. Keine Sorge, Krieg ist im Haus. Was zur Hölle? Hallo Krampus. Was geht ab, mein Boy? Lass dich nicht von meinem Meatboy ärgern. Kopf. Versuch's noch mal kurz. Hat sich das Ganze wieder gefangen, ha? Hat sich das Ganze wieder eingependelt? Ich hoffe. Ich hoffe. Will doch nur fertig werden, okay? Will doch nur gerne fertig werden. Wir haben Depressionen. So. So, so, so. Ja. Jetzt hör auf mit dem Kack. Okay, so. Dann... Gehen wir da, machen wir das so. Dann stellen wir das jetzt so ein. In der Hoffnung, dass wir keine Frames mehr droppen. Weil je mehr Frames ich droppe, umso arschiger wird es aussehen. Wow. Wir sind wieder in einem dieser Räume. Meatboy, mach was. Meatboy, mach was. Da wird irgendwas. Jo. Drei Münzen, um genau zu sein. Drei Münzen, um genau zu sein. Tapeworm. Das dürfte bei uns jetzt nicht den größten Unterschied machen. Beziehungsweise, es macht einen Unterschied, weil wir einfach viel mehr, viel länger feuern. Unterschied war darauf bezogen. Im Normalfall verändert sich auch die Höhe, auf der wir schießen. Bei Azazel ist das nur ziemlich Wurst. Jo. Das läuft alles nicht so gut. Ah, das ist der Heimraum. Dann habe ich mal kurz eine Abkürzung geöffnet. Das wäre Backlunch. Heißt, wenn wir manchmal getroffen werden, haben wir die Möglichkeit, ein nahrhaftes Video zu spawnen. Denn, wie wir alle wissen, nahrhafte Frühstücke sind wichtig. Yo, Steady Boy. Du hast heute schon einen Run beendet. Zweites Mal, nein. Bitte nicht. Lass mich doch. Hör auf. Ist ja nicht so, dass ich gerne mein Geld ausgeben würde in einem Shop. Nein. Wurde nicht genehmigt von Greed. Yes. Wir haben einen Loot. Yo. Wir haben einen Loot. Der hätte ich vorher drauf kommen können. Wenn wir mal ehrlich sind.
Level hier rumspielen. Der Sacrificial Dagger. Du behältst deine Patschleichen bei dir. Dann lass mich mal kurz gucken. Die Items sind nicht der Hammer, aber wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich Bugbombs. Und verschwinde. Dann nehme ich Bugbombs und verschwinde. Zack. Weil, wie ihr seht, der Tapeworm, der verdoppelt unsere Range. Der Tapeworm, der verdoppelt unsere Range halt einfach. Das ist grundsolide. Grundsolide für ein Trinket. So. Und jetzt hätte ich gerne, dass wir es auch vielleicht endlich mal schaffen, irgendwas hier zu beenden. Irgendetwas. Yay, wir können einmal abziehen. Wir können abziehen. Jungs, der Tag ist gerettet. Wir können spülen. Wir können abspülen. Wir können abspülen. So, dann... Wer wäre ich, wenn ich diese Batterie einfach ungenutzt liegen lassen würde? Ja, richtig. Ja, richtig. Das machen wir nicht. Dann, wenn wir alles von der Ebene gesehen haben, lass mich den Dagger mitnehmen, der ziemlich solide ist. Und in die Womp-Ebene gehen. Die Womp-Ebene. Womp 1. Womp. Da muss ich noch eine Menge tun. Oder ich muss eine Chaos-Card finden. Damit wir den blauen Burschen schaffen. Da muss ich eine ganze Menge tun. Da müsste sich eine ganze Menge tun. Und Chariot. Hangman oder Chariot? Das ist beides nicht sonderlich toll, wenn man fragt. Zumindest was die Kartensachen angeht. Den Run, den können wir jetzt solide runterspielen. Das wird, glaube ich, nicht das größte Problem sein. Der größte Problem ist halt wirklich... Das größte Problem ist halt wirklich, wenn ich Hasch machen will. Wenn wir Hasch machen wollen, dann dürften wir enorme Probleme kriegen, weil wir einfach nicht genug Damage für den Racker haben. Wir haben einfach nicht genug Damage für den Alten. So. Conquest. Oh mein Boy. Natürlich dürfen wir keinen Super Meat Boy basteln. Natürlich dürfen wir keinen Super Meat Boy basteln. Und wir dürfen aber das weiße Pony mitnehmen. Das weiße Pony, auf dem unser kleiner Kerl sitzt. Und der Chariot. Der Chariot. Der Chariot. Stirb. Super Secret Raum. Super Secret. Ich versuch's halt immer wieder. Pinky Eye Poison Shots. Ja, nein. Nein. Moment. Sehen meine Augen irgendwo einen Tinted Rock? Nein. Natürlich sehen meine Augen nirgendwo einen Tinted Rock. The Chariot.
Warum spiele ich erneut? Warum spiele ich an dem? Wir haben dafür keine Zeit. Wir haben dafür keine Zeit. Und auch nicht das Leben dafür. Und ich habe trotzdem drei Herzen verschüttet. Grandios. Grandios, sage ich euch. Grandios. So. Wir können größer werden. Will ich größer werden? Ich glaube nicht. One obwohl. Makes you larger. Obwohl. Why not? Ja, nein. Nope. Gucken wir nochmal eben in dem Raum. Ich meine, Zeit haben wir in dem Raum. Nicht nur in unter 7 Minuten Mums. Nee, Edliffs finden und vernichten. Das ist halt wirklich nicht das, was mir Sorgen macht. Es ist absolut zu keinem Punkt das, was mir Sorgen macht. Aber was mir deutlich mehr Sorgen macht, ist die Tatsache, dass wir nicht wirklich eine Chance gegen den alten Sack haben werden. Außer ich finde irgendwas, was mir hilft, Leben zu generieren. Oder mir hilft, mehr Damage zu machen, noch kürzer als Zeit. Weil, wenn wir ehrlich sind, haben wir halt relativ wenig Chance, weil er fucking resistent gegen Brimstone ist. Weil er einfach nur fucking resistent gegen den scheiß Brimstone ist. Und unser Brimstone darüber hinaus noch nicht mal über die vernünftige Brimstone-Range verfügt. Unser Damage ist auch nicht so gut. Ja, wir haben den Super Meat Boy. Aber das wird uns nicht retten. Das wird uns nicht retten. Yo. Yo. Das war eine Enttäuschung. Wir bräuchten halt entweder die Poison-Spritze oder Serpent's Kiss. Wir bräuchten die Poison-Spritze oder Serpent's Kiss. Und beide würde uns in einem soliden Maße weiterhelfen. Okay, wir können einmal da gasen. Wir könnten da gasen. Und eventuell als Apodion wiedergeboren werden, weil wir die Depression haben. Fantastisch. Ich meine, wir haben Hashi Boy schon einmal besiegt. Lockdown, wir sind kleiner. Wir haben ihn schon einmal besiegt und damals ohne den Polaroid-Effekt. Aber wir können halt gerade nur dreimal getroffen werden und das spricht nicht unbedingt dafür, dass wir bereit sind. Okay, wir können zumindest einmal rerollen. Wir können zumindest rerollen. Weiß noch nicht, was wir rerollen, aber wir werden es tun. Jo, Pinoman. Pinoman macht das, was keiner kann. Vor die 48-Hour-Energy. Das war hilfreich. 48-Hour-Energy. 48-Hour-Energy. Das war ein ordentlicher. Obwohl, wenn ich halt den Blitzsatz sehe, wir stehen halt nicht komplett scheiße da. Wir haben das Ding, was uns schützen wird. Wir hätten die Möglichkeit, Curveform zu nehmen.
Wir hätten die Möglichkeit, Curvetorn zu nehmen. Ja, nein. Ja, Curvetorn ist keine Option. Wir brauchen die höhere Range. Dann würde ich einfach sagen, wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Hascherich, wir kommen. Hascherich, mordisch breit. Ich werde dich umbringen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Ja, das ist Schwachsinn. Okay, wir haben Restock. Sache ist gut, wir haben Restock. Gib mir die Bogo-Bombs. Gib mir die More Options, auch wenn es keinen Unterschied gibt. Luck. Gib mir den Bumerang, gib mir den Vertical Razor, gib mir den. Das. Gib mir das. Eigentlich nicht, aber. Ja. Irgendwie muss ich ja was machen, oder? Tierdetonator. Könnte gamble. Wir haben den Doppelding. Gib mir den Piefer bitte. Das. Das dürfte durchaus interessant werden. Yo, Chocolate Milk. Ich meine, an dem Punkt. An dem Punkt können wir nicht mehr viel machen. Wenn wir es halt zweimal kriegen. Wenn wir es halt zweimal kriegen, können wir nicht viel machen. Oh. Und dann halt die Umdrehung. Pokego, Smelter. Wir haben zu viele Spacebar-Items. Dann das. Dann haben wir die Topia. School weg. Das. Gib mir die Münze. Seid ihr bereit für Chaos? Seid ihr bereit für Chaos? Ich hoffe, ihr seid bereit für Chaos. 9 Volt, Sticky Bombs, da ist eine Fliege. Take Day, Money Plays. Sister Maggie, Black Bean. Set Bombs. Yo. Hey, yo. Yo, gib mir Moms Box, bitte. Gib mir Moms Box, bitte. Faded Polaroid. Dann können wir das mal kurz. Das war ein Fehler. Hätte es sich einsetzen dürfen. Okay, komm her, du Lappen. Wirst du wohl herkommen. Au. Ja, das ist nicht so sagen. Es bleibt halt weiter entspannt. Sollte halt trotzdem nicht so sicher an die Sache rangehen. Wir sind halt nach wie vor in Gefahr. Wir sind halt nach wie vor in Gefahr hier. Jetzt komm raus, du Lappen! Auf dich zu verstecken! Ich werde dich umbringen! Kannst du Gift drauf nehmen? Dann kannst du Gift drauf nehmen. So, mein Guter. Sticky Exit Bombs. Lief besser als erwartet bis hier.
Bis hier lief es deutlich besser als erwartet. Das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Okay. Geh drauf. Geh einfach drauf. Nein! Nein! Okay. All meine Versuche zum Trotz, sollte nicht sein. Sollte einfach nicht sein. An der Stelle bleibt mir nichts anderes übrig. Lasst mich recht herzlich zu bedanken fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wahrscheinlich auch wieder im Stream. Wahrscheinlich am nächsten Wochentag. Also, haut rein. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.